Hallo, willkommen bei einem neuen Video. Heute gibt es ein weiteres Spiel, was ich im Koop mit dem lieben Tupac We Are gezockt habe. Und zwar haben wir die Close Beta vom Battle Wake gezockt. Der Entwickler Survivors ist ja bekannt für gute VR-Spiele wie Sprint Vector oder Creed. Man merkt wirklich, das Grafikgerüst ist das gleiche wie bei den anderen Spielen. Bei Battle Wake merkt man allerdings an, dass es wirklich von den Spielideen her in manchen Sachen schon arg vom Fury Seas abgeguckt ist. Das werde ich auch gleich selber sehen. Also meiner Meinung nach ist es für mich nicht so in Ordnung, wenn man sich so stark abguckt. Also da kann man wirklich eigene Ideen mit reinbringen. Aber was will man machen, ne? Man muss es ja probieren. Aber es gibt größere Schiffe. Ihr müsst andere Wellen von Gegnern kaputt machen. Ihr macht zwar auch Schiffe kaputt, aber dann kommen auch Endbosse und auch Burgen, die ihr beschützen müsst oder selber zerstören könnt. Und dabei habt ihr auch noch Special Abilities, dass ihr zum Beispiel eine Riesenkrake rufen könnt, seht ihr im Video, oder ich mache eine Riesenwelle. Das hört sich auch gut an, eine Riesenwelle. Na, und ich spiele es mit der Pimax, es geht mit der Oculus Rift, mit der HTC Vive. Ihr könnt sitzen spielen oder im Stehen. Im Stehen ist natürlich viel cooler. Ja, da zeige ich euch noch natürlich den Kanal von Tupac. Das ist doch wohl klar, mit dem ich das gezockt habe. Der hat gestern 3 Stunden Stream gemacht von seinem lieben Horror-Genre, was er eigentlich gar nicht mag, aber hat er echt gut durchgehalten. Schaut mal auf seinen Kanal, lasst mal ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist ein cooler Typ, mehr kann man nicht sagen. Und jetzt springen wir ins Video rein und viel Spaß. Bitte, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir zocken jetzt Battle Wake, die Beta. Mit dabei ist der Chris. Mit dabei der Tupac. Was ist los hier? Okay. Wow, was passiert denn jetzt? Der Wellengang hier. Ich bin auf ein anderes Schiff gezogen. Oh ja, ich seh's. Oh, Chris. Was? Ich bin voll in mich reingeballert gerade. Oh. Sie, es fehlt halt auch noch viel Content, ne? Das da stimmt. Da gibt's einen Story-Modus, aber... Genau. Jeder Charakter hat auch einen anderen Angriff oder Verteidigung, also je nachdem, was man für... Genau. ...für Werte hat. So, hier gibt's das berühmte Klöckchen, woher kennen wir das? Ja. Man muss aber betonen, man kann hier kein Halbsegel oder Vollsegel machen, ne? Ne. So, wo bist du jetzt eigentlich? Ach, du bist hinter mir. Ich bin rechts von dir. So. Was muss man jetzt ich überhaupt segel machen? Ich mal rechts lang. Einfach die Schiffe erledigen. Alter, die gibt es gibt aber Gas hier, ne? Lecco mio. Ach, scheiße. Also es lässt sich anders lenken wie bei Pharisees. Irgendwie hast du den Anschlag schnell erreicht bei dem Schiff. Kommt mir jedenfalls zuvor. Also du kannst... Wie viel Grad sind das? 90 Grad, oder? Ja, man muss schon sagen, es ist arcadehaltiger als Fury Seas. Ja. Oh, Eisberg voraus. Eisberg voraus. Und das Schießen geht einfacher. Ihr braucht hier nur mit dem Trigger zu zielen, mit dem Gamepad zu zielen, mit dem Trigger abzudrücken. Was gut funktioniert ist, egal in welche Richtung ich gucke, die Waffen werden dann aktiviert. Vorne, hinten... Links, rechts. Das stimmt. Das funktioniert echt super. Oh, wir werden beschossen. Ja, ich greife. Eisberg voraus, jetzt. Das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Ich hätte die andere drücken müssen. Oh, die fahren mir hier alle daher, ey. Fuck. Da müssen wir lang. So. Komm, lenk doch mal. Also wir können auch immer einen Anker setzen, links oder rechts, und dann macht er so eine harte Rechts- oder Linkskurve. Ist auch schon mal ganz wichtig. Hat die Folgen ein hier, gell? Ja, ja. Fuck. So, jetzt können wir weiter anvisieren, dann wird's kleiner und dann wird's auch besser zum Treffen. Oh, die stecken aber viel ein, ne? Manche schon, manche überhaupt nicht, ne? Oh, jetzt war mir kurz schwindelig. Okay. Wow, was passiert denn jetzt? Der Wellengang hier. Ich bin auf ein anderes Schiff gefahren. Oh, ja, ich seh's. Scheiße. Oh, da hinten ist aber ein Riesenschiff, ne? Und wir haben insgesamt 3 Leben. Und wenn du eins verlierst, ja, verliert unser Team quasi auch eins. Okay. Ne? Also ich finde, das Lenkrad ist irgendwie schwer zu greifen. Ich greife andauernd daneben. Also ich wüsste nicht, ob das... Und es hat auch dieses Autogrip, ne? Nee. Also ich brauche keinen Grip. Ja, stimmt. Ich brauche keinen Grip halten, sondern... Ja, schön, dass wir... Ist ein bisschen nervig, wenn man gar nicht weiß, wann er jetzt greifen, wann nicht, ne? Ja, das fühlt sich nicht gut an. Ja.
Also das sollten die per Option ein- oder ausschaltbar machen. Ja, natürlich falsche Richtung. Aber so die Grafik sieht, wie immer für das Studio, echt top aus. Ja. Die wissen, wie man VR-Spiele macht. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt Furious Seas daneben stellst, ist es vom Spielprinzip oder von der Steuerung fast das gleiche. Ob man das jetzt gut finden oder schlecht, das müsst ihr selber entscheiden. Ja. Das habe ich auch gestern, als ich mit Hoshi gespielt habe, gesagt. Oder Hoshi jetzt auch gesagt, das Wasser sieht bei Fury Seas besser aus. Ja, das stimmt allerdings. Hier hast du nicht so krassen Wellengang drin. Oh, du bist schon den großen. Hinter dir fährt einer. Hinter mir? Hinter dir, da folgt dir die ganze Zeit. Ich habe ja meine Kanonen hinten noch. Die sind überall die. Also, du bist ja wirklich rundrum. So, das große ist kaputt. Alles gut. Ich habe auch mein Super. Das könnte ich nachher benutzen. So. Ach, da hinten. Jetzt okay. Drehen wir mal bei. So. Jetzt zeige ich euch gleich mal von der Krakenfrau den Super. Oh, da hinten kommt wieder ein Schiff. Oh, das ist Chris. Ich versuche an dem vorbeizukommen. Oh! Chris. Hat nicht geklappt. Kein Problem. So, ich will zu den Großen da. Und dann holen wir die große Krake raus. Yeah. Da ist er doch schon, die Krake. Also ihr müsst die Münze packen und dann habt ihr hier wirklich ein Menü. Oder ja, ihr seht, wo die Krake dann landen wird im Endeffekt. Oh, jetzt kommen aber die Gegner hier an, ne? Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir auch den Dampfer da hinten erwischen. Weil wenn wir jetzt loslassen, wird die Krake losgelassen. So, Krake. Ha. Alter. Also fehlt noch... Hat schon geil gemacht. Auf jeden Fall. Und ich bin down. Da fehlt noch Moby Dick hier in dem Spiel. Tupac sagt tschüss. So, ich bin wieder da. Kann man eigentlich hier irgendwie bremsen, dass man langsam wird? Ja, wenn du beide Ketten ziehst. Ach, beide muss ich. Vollbremsung. Ja, hier fehlt noch so ein Halbmodus, ne? Wie bei ja, QVC. Weil da hast du die ganze Zeit die Glocke benutzt. Ja. Haben sich wahrscheinlich nicht getraut, noch auch noch zu übernehmen. So, den haben wir gleich. Na komm. Lass mal jetzt nicht locker. Bis der down ist. Ach, das ist Chris. Komm. Ja. Wir drehen mal dabei. Oh, scheiße. Die Krake kam schon. War jetzt auch wieder ein Angriff von mir, aber nicht die Super-Ulti. Okay. Auch nicht schlecht. Aber wenn ich da im Weg bin, kann die mich auch schaden, oder? Also wir haben probiert gestern, das ging nicht, sich gegenseitig zu schaden. Okay. Mission complete. Okay, wieder andere Schiffe. Destroyer, okay. Komm, dreh. Komm. Oh, jetzt haben wir eine. Die ist gut. Die Kanone am Ende gefällt mir. Oh. Also die Burg haut jetzt aber hier einen raus. Ja, ja. Oh. Scheiße. So, jetzt habe ich auch mal die Krake geholt. Mal gucken, ob die was bringt fürs Schluss. Du hast aber die Krake nicht, ne? Du hast, glaube ich, was anderes. Habe ich was anderes? Ja. Weil du ja den Skeletor Scheiße. Hast, sag ich mal. So, den holen wir uns aber jetzt erstmal da vorne.
Oh, der steckt ein bisschen mehr ein. Oh, also, Eisberg, Eisberg, Eisberg. Spitze Titanic hier. Echt. Und die Mannschaft könnte so ein bisschen, ja, ehrlicher an den Waffen arbeiten, weil die stehen ja irgendwie einen Meter daneben nur. Ja, einer sitzt bei mir in der Mitte rum. Also das könnten die auch noch verbessern, aber ist ja nur eine Beta. Du weißt, was sich noch ändert. Genau. Oh, Chris! Was? Ich bin voll in dich reingeballert gerade. Oh, alles gut. Die Krake hat aufgeräumt. Jetzt werden die Schiffe aber schnell hier, ne? Ja, ich denke mal, ist auch ein bisschen schwerer geworden jetzt, ne? Ja. Durch die Upgrades. Oh, jetzt müssen wir die Protect beschützen. Ja. Die Burg hier. Ja, da. Wo sind sie? Ach, da kommen sie. Komm, nachladen. Gib ihm. Jetzt fahren wir genau in die Fässer rein. Nein, will ich nicht. Abdrehen. Okay, ich kümmere mich mal um das, was links kommt. Ja. Komm, geh down. So, der ist down. So, Minze kommt. Ah, falsche Richtung, fuck. So, na, da kommt mal her, meine Lieben. Oh, da sind ein paar. Ja, ich hab meine. Ich lass eine Welle kommen. Ja, warte. Die kriegen wir, glaube ich, noch so. Hinter mir sind, glaube ich, welche. Ja, oder? Ich seh's, ich fahr mal runter. Und die kriegen wir so. Da kommen nämlich drei auf einmal. Aber hinter mir war gut was los. Ja, ich sehe es gerade. Bye, bye. So muss das sein. Oh, ich... Nee, ich bin doch nicht bye. Oh, du bist aber auch ein Stück hochgeflogen, ne? Ja. Aber hat mir, glaube ich, keinen Schaden gemacht. Okay. Abdrehen. Ja, wir haben noch genug Energie. Ein Ding ist erst weg. Okay, da hinten ist auch noch einer. Dreh. Den holen wir uns. Der ist mir zu nah an der Burg. Ja. Brauchst du Unterstützung da hinten? Geht noch. Oh, hinter uns. Hoffentlich krieg ich gleich noch so eine Münze. Das wäre jetzt noch ganz praktisch. Komm schon. Ach, das Scheiß nachgeladen, ey. Ja, ich hab eine. Geil. Och Mensch, die scheiß Lingo, die riecht mich auf. Ha. Und tschüss, Leute. Oh, da kommt ja wieder was. Ich habe keine Münze, scheiße. Oh, die haben es auch noch mitgenommen jetzt. Alter. Und, ach so. Da hinten ist noch einer. Oh, okay. Ist down, oder? Ja, Mission complete. Yes. Kommt der Boss. Jetzt kommt was Großes. Vielleicht hätten wir uns die Super dafür halten sollen. Oh. Okay. Beidrehen.
Ja, den krieg ich mal noch down. Ja, klar. Ich versuche mal, ob ich noch kleine, diese kleinen Angriff habe von der Krake. Ja, hab ich. Boom. Sehr schön. Alleine ist es, denke ich mal, schwerer. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ja, alleine. Vielleicht wird es dann auch einfacher, ne? Ich weiß nicht. Das kann auch sein. Beidrehen, beidrehen. Sonst greift er uns an. Oh, fuck. Ich brauche einen Rückwärtsgang. Meine Krake hat noch keine Power gerade. Oh, ich hab wieder was. Was gut? Ja, Welle. So, komm mal her, mein Lieber. Also, so. Die Krake war nicht von mir, die ist, glaube ich, von dem. Oh Gott, oh Gott. Das hat mir gerade Energie gegeben. Was ich jetzt gemacht habe? Ja. Okay. Von 15, der zählt gerade 18, 19. Oder kriegt man automatisch immer wieder Energie? Ich weiß es nicht. Hey, wo will der hin? Der will abhauen, flüchten. Der wird jetzt erstmal angeknallt hier. Ah. Wow. Komm, noch ein Stückchen. Come on. Yeah. Down, oder? Jawohl. Come closer. 60 Münzen und 30 Bierkrüge. Ja, stand bei mir auch 30, aber ich habe 162 insgesamt. Und du? 207. Also die Hülle möchte ich nochmal, ich möchte Magie nochmal hochleveln. Zweimal. Und den nochmal. Also ich habe jetzt Waffen auf 3 und Hülle und Magie auf 4. Mal schauen, wie sich das auswirkt jetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an Space Junkies, ne? Stimmt. Oh, jetzt muss ich sagen, machen wir noch eine Brille, ey. Bei besten Sommer wieder. Ja, und jetzt gibt's bald noch ein Creed-Turnier, ne? Beim VR-Pack. Also wer das VR-Pack immer noch nicht kennt, unten in der Beschreibung, ne? Bei uns. Draufklicken und Spaß haben. Genau. Aber bei den Sommertemperaturen ist Creed echt eine Herausforderung. Das stimmt allerdings. So, wo sind wir denn jetzt? Okay. Also das sind die vier Welten von unseren Charakteren, oder? Das war gerade meine Welt. Ja, stimmt. Waren. Das ist die vom Affen, glaube ich. Oh, ich habe sogar Schaden gemacht. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich konnte noch nichts auswählen für hinten an den Waffen andere. Nee. Irgendwie auszuwählen. Das wird jetzt vielleicht. Wenn ich mit Foschi gespielt habe, ging das. Also Waffen habe ich jetzt, Damage habe ich auf Level 5 jetzt. Das ist ordentlich. Oh ja, die Schiffe gehen auch. Beidrehen, jawohl. Schnell down. Ja, ich mache jetzt 810 Schaden anstatt 600, wie eben. Das ist ordentlich. Ja. Mal gucken, ob ich die Karte rausholen kann. Kann ich, jawohl. So, der ist down.
Oh Gott, oh Gott. Enges Gebiet hier. Ja, ist sehr verwinkelt. Treasure Ship. Komm. Ich habe auf jeden Fall eine Münze, aber ich glaube, die halte ich mir, wenn irgendwas Großes kommt. Ich habe noch keine bis jetzt. Wenn ich die nicht aus Versehen gleich nehme. Also ich hätte lieber auf den Button, diesen Angriff. Ja, das stimmt. Der fummelt sie jedes Mal an der Hand rum. Jedes Mal hier was wird. Also ich bewege mich immer gar nicht, ich bin aber immer einen halben Meter weiter weg jede Runde, also ganz komisch. Vom Steuerrad. Ich finde das Steuerrad auch ein bisschen zu groß irgendwie. Ich könnte ein bisschen kleiner sein. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen, ja, nicht viel. So, der kriegt jetzt gleich erstmal hier die Krake. Er ist noch zu weit weg. Jetzt. Ich glaube, ich habe den gar nicht richtig erwischt. Scheiße. Nachladen, komm. Jetzt drehen wir aber nochmal. Wo bist du? Na, hier bei der Burg. Weil da hinten ist noch einer. Keep going! Genau. Du hast gerade Anker geworfen, ne? Habe ich gesehen. Ja, das geht mich noch ein bisschen zu scharf in die Kurve rein. Das ist. Na komm. Jetzt hat er wieder die Fässer gesetzt. Oh je. Da müssen wir jetzt erstmal so rum. Jawoll, weg ist er, oder? Ja, sieht gut aus. Aber die Fässer kann man nicht kaputt schießen, ne? Passiert da nichts, ne? Wäre natürlich praktisch, ne? Es fehlt halt auch noch viel Content, ne? Das stimmt. Da gibt's einen Story-Modus, aber der ist auch nicht wirklich abgeschlossen. Also da müssen die auch langsam mal was rausbringen. Das war unser Firework. Da kommt aber was wir beschießen können. Komm, anpeilen. Ja, war gut gesetzt. Immer wenn ich zielen will, greife ich ins Lenkrad. Ja, down. Na, das ging flott. Ja. Oh, hinter uns, wo kommt der her? Okay, fahren wir einmal um die Insel hier und dann gucken wir mal, was da sonst noch ist. Ja, okay, da sind welche. Also Levels sind ja eigentlich immer gleich aufgebaut, ne? Ein paar Schiffe, eine Burg. Ja, es ist momentan ein Wave-Shooter, ne? Theoretisch gesehen, ja. Aber ist Furious Seas ja auch. Aber Multiplayer läuft sehr gut. Das ist ja nicht immer der Fall, ne? Ja, ne.
Also die Feuerwerkskörper auf der, auf den Seitenkanonen sind echt gut. Gefallen mir. More ships on the way. Aber wäre noch cool, wenn man wirklich hier, wenn man eine Burg angreifen muss, runtergehen könnte, dann noch irgendwie mit Schwert und Muskete kämpfen könnte und sowas, ne? Sowas fehlt noch. Sowas fehlt noch. Brennen. Oh, oh. Sorry. Kein Problem. Boah. Scheiße. Aber rein theoretisch, wenn du es so nimmst, du brauchst ja das Lenkrad noch nicht mal anzufassen. Du brauchst eigentlich nur mit deinen Ankern zu spielen. Da hast du einen gleichen Effekt. Ja. Du musst natürlich nur in die richtige Richtung lenken können. Ich habe eben auch kurz gedacht, man müsste entgegengesetzt, aber nee, wenn man nach rechts will, muss man einfach rechts, ne? Ja, gibt eigentlich auch keinen Sinn. Eigentlich muss man doch entgegengesetzt. Eigentlich schon. Oh, das Schiff ist ja riesig hinten drauf, ey, Wahnsinn. Ja, das fehlt natürlich hier auch noch, dass man die Schiffsgröße irgendwie erweitern kann. Auch mehr Kanonen, ne, aufrüsten kann. Ach, die sind da ganz hinten. Wo? Einmal abdrehen. Oh. Danke, du hast mich gedreht. Der war gut. Cool. Na komm, ich hau mal so eine Welle raus. Da kommt ich hab mal. Da auch noch hier unseren Krakenonkel. Na kommt her. Kommt. Einer ist down. Schiff down. Wow, die Welle ist krass. Hey. Boah, da hinten, hast du gesehen? Scheiße, ich bin gerade runtergegangen. Da hinten flippen die durch die Welt, durch die Luft. So, jetzt kommt wieder ein Boss, okay. Ich habe eine Münze. Wo bist denn du? Ich bin hier ganz alleine. Ich komme zum Boss. Und dann kriegt er gleich direkt die Krake. Na komm. Und los! Das wäre blöd, wenn die mich auch Schaden macht, dann bin ich mich weg. Ne. Oh oh. Doch, ich bin down. Ja. Also irgendwie, ich glaube, das war's auch, ne? Ja. Ja. Das war's. 95 Grog. Sollen wir noch einen saufen, Chris? Stimmt. Ja, können wir hier auch beenden, ne? Sieht schon mal ganz gut aus für eine Beta. Ich bin mal gespannt. Für eine Beta war es echt super, ne? Was noch so dazukommt. Genau, vielleicht gibt es ja auch bald nochmal, das ist ja eine Closed Beta, man muss sich wirklich anmelden. Vielleicht gibt es auch demnächst eine Open Beta. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Kommt zu uns im VR-Pack-Discord und ja, da gibt es dann immer Infos und so weiter. So ist es. Danke fürs Zuschauen, ne? Wir sehen uns nächste Mal wieder. Genießt die Woche. Abonnieren, liken. Tupac abonnieren und liken. Dann gibt es noch mehr solche Streams, auch ein paar verrücktere. Genau. Dankeschön, Leute. Ciao. Macht's gut. Ciao.